Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Stimme sich so ein bisschen komisch anhört. Liegt aber auch vielleicht daran, dass ich eben erst aufgewacht bin und noch total müde bin. Weihnachten steht ja kurz vor der Tür. Und ja, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was die ein oder anderen vielleicht jemanden verschenken wollen. Und da auch meine Dyson Airwrap Videos so gut ankamen, dachte ich mir, teste ich mal was Neues von Dyson. Und zwar den Dyson Supersonic Föhn. Ich habe den schon einige Male ausgetestet und wollte euch einfach meine Meinung dazu sagen. Und ob sich der Kauf von dem Dyson Supersonic Föhn lohnt. Es ist wie immer keine Kooperation mit Dyson. Ich wünschte, es wäre ein. Also Dyson, falls ihr Lust habt, mit mir zu kooperieren, let me know. Das wäre natürlich mein größter Traum. Aber nein, es ist alles selbst gekauft. Und ich werde euch wie immer, auch wenn es eine Kooperation wäre, ich würde euch immer meine ehrliche Meinung zu dem Produkt sagen. Ich werde euch erstmal ein paar grundlegende Informationen zu dem Produkt hier geben. Ich bin aber kein Technikguru und kann euch da auch nicht in diesem Bereich so weiterhelfen. Ich will es halt nur kurz mal ansprechen und dann komme ich direkt auf meine Erfahrung zu. Also fangen wir erstmal bei dem Preis an. Und das ist wie immer mit den Dyson-Produkten so ein Moment, wo man kurz einatmen muss und das erstmal verdauen muss. Also der Föhn hier kostet um die 390 Euro. Zu dem Zeitpunkt, als ich den gekauft habe, gab es bei, ich habe den bei Mediamarkt gekauft und da gab es so eine Mehrwertsteueraktion und da habe ich etwas gespart. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, ich glaube ich habe ungefähr 350 Euro gezahlt, also habe jetzt auch nicht so viel gespart, aber immerhin etwas. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer das Ding ist. Wie gesagt, wenn ihr da mehr technische Informationen haben wollt, guckt bitte auf deren Seite nach oder guckt euch ein anderes Video an, was mehr Technik und ja, faktenbasiert ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass der Föhn auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Hand liegt. Er ist überhaupt nicht zu schwer. Also ich habe auch zu Hause einen normalen Föhn von Remington und der ist deutlich schwerer. Also da merkt man auch auf jeden Fall, wenn man die Haare föhnt, dass man auf jeden Fall ein gutes Armworkout gleichzeitig hinlegt. Bei dem ist das auf jeden Fall nicht so. Und das liegt auch daran, dass das ganze technische Zeug hier in diesem Griff ist und nicht hier oben, wie es normalerweise bei einem Föhn ist. Und deshalb ist es automatisch viel leichter in der Hand. Ihr habt hier eine Cooling-Taste und hier den An- und Ausstecker. Ich zeige euch das nochmal in einer Nahaufnahme. Hier haben wir einmal die Luftstärke und die Temperatur, also wie heiß das Ding werden soll. Und dann hier unten am Griff ist dann der Filter, den ihr dann auch regelmäßig reinigen müsst. Das geht aber ganz leicht, also ihr macht es einfach nur auf und oh, ich sehe schon, ich müsste das mal ein bisschen reinigen. Das ist das gleiche Prinzip wie beim Dyson Airwrap. Der Föhn kommt mit verschiedenen Aufsätzen. Ich kann euch jetzt mal zeigen, was bei mir mit drin war. Es gibt aber auch, glaube ich, noch mehr Aufsätze, die jetzt nicht mit drin waren. Also ich habe hier einmal einen Aufsatz zum Föhn mit einer sehr schmalen Öffnung. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, wenn ihr eure Haare mit einer Rundbürste oder so föhnen wollt, weil durch diese kleine Öffnung kommt die Luft viel konzentrierter raus, als wenn die Öffnung halt ein bisschen breiter wäre. Und ja, dadurch kann man die Haare einfach sehr, sehr gut stylen. Dann haben wir einen Diffuser. Der ist natürlich sehr, sehr gut für lockiges Haar oder auch für welliges Haar. Dann haben wir hier diesen Aufsatz. Ich glaube, der heißt Soft Air oder Gentle Air Aufsatz. Den benutzt ihr einfach, wenn eure Haare noch komplett nass sind und ihr sie ja einmal gut durchföhnen wollt, also jetzt nicht mit Rundbürste, sondern einfach nur trocken haben wollt. Der Aufsatz ist halt dafür da, dass vor allem wenn ihr mit der heißesten Temperaturstufe arbeitet, dass das nicht zu heiß an eurer Kopfhaut wird und generell ist der Aufsatz halt dafür da, dass der so ein bisschen eure Kopfhaut schont. Dann haben wir hier, glaube ich, der neueste Aufsatz von Dyson, den finde ich auch richtig, richtig cool. Das ist der Flyaway-Aufsatz. Und der soll so praktisch, also wenn man fertig mit dem Styling ist, also diesen Aufsatz benutzt man komplett auf trockenem Haar. Wenn man halt so ein paar Babyhaare hier abstehen hat oder ja die Haare generell so ein bisschen zersaust sind, dann ist der wirklich richtig cool. Dann könnt ihr einfach so rübergehen und der glättet praktisch so diese ganzen abstehenden Haare. Der funktioniert auch mit diesem Coanda-Effekt, also genauso wie bei dem Dyson Airwrap. Also
Das liebe ich auch so an Dyson, dass sie halt so innovativ sind und mit der neuesten Technik arbeiten und da wirklich sehr, sehr vielen Marken Welten voraus sind. Dann haben wir hier noch so einen Aufsatz. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es ist halt so ein Kammaufsatz, würde ich sagen. Den habe ich nicht benutzt und dazu kann ich auch leider nicht meine Meinung sagen, weil ich ihn, wie gesagt, nicht benutzt habe. Aber was ich so online gesehen habe, ist, dass der sehr, sehr gut für Afro-Locken, also für sehr, sehr kleine Locken, dann kann man da halt während dem Föhn die Locken praktisch so lang ziehen. Also ich glaube, dafür ist er da. Habe ich halt nicht gebraucht, weil ich logischerweise nicht so starke Locken habe, beziehungsweise keine Afro-Locken. Übrigens könnt ihr den Föhn auch so benutzen. Also das ist jetzt der Föhn ohne einen Aufsatz. Damit könnt ihr halt praktisch auch eure Haare einfach föhnen. Was ich noch kurz zu den Aufsätzen sagen wollte, ist, dass die magnetisch sind. Also sie lassen sich super leicht befestigen und sind dann auch wirklich bombenfest dran. Also ihr braucht ja keine Angst haben, dass die euch abfliegen. Man muss wirklich mit ein bisschen Kraft die dann wieder rausziehen. Also der Magnet ist echt stark. Okay, aber was ist jetzt so besonders an diesem Föhn und warum kostet der 390 Euro? Ich meine, ein normaler Föhn kommt auch meistens mit einem Diffuser schon dabei und hat vielleicht auch die einen oder anderen Aufsätze noch, die man wechseln kann. Also der erste Punkt, der mir auch persönlich eigentlich am wichtigsten war und der so bei allen Dyson Haarprodukten vertreten ist, ist, dass sie die Haare nicht mit extremer Hitze schädigen sollen. Und ich lese euch mal kurz vor, was Dyson auf deren Webseite stehen hat. Die intelligente Temperaturregulierung hilft, den Glanz des Haares zu bewahren. Im Gegensatz zu anderen Haartrocknern misst der Dyson Supersonic Haartrockner die Lufttemperatur über 40 Mal pro Sekunde und reguliert die Hitze. Es hilft, extremen Hitzeschäden vorzubeugen und den Glanz zu bewahren. Kurz zusammengefasst nochmal. Pro Sekunde wird 40 Mal die Temperatur gemessen, damit es auch nicht zu heiß wird. Und gleichzeitig soll das Haar einen richtig schönen Glanz bekommen. Der zweite Punkt ist, dass, wie ich schon angesprochen habe, Dyson mit deren Technik wirklich allen anderen so weit voraus sind, dass sie natürlich auch immer neue Aufsätze rausbringen, die es eigentlich so noch nicht gibt. Wie zum Beispiel diesen Flyaway-Aufsatz. Sie arbeiten halt, wie gesagt, mit diesem Quanda-Effekt, der auch von Dyson entwickelt wurde. Und ja, sowas gibt es halt einfach nicht. Moment. Lemon ruft nach mir. Also Lemon ist meine Katze. Deshalb mache ich kurz die Tür auf. Ich habe die jetzt zugemacht, damit sie mich eigentlich nicht stören bei dem Video. Aber ich mache sie jetzt doch nochmal auf, wenn sie schon so miaut. So, ich hoffe, die beiden stören hier nicht. Oh, Lemon, du bist ganz nass. Habt ihr wieder in diesem Trinkbrunnen gespielt? Ja? Hm. Guck mal, Lemon. Guck doch mal. Ja! Hallo, Lemon. Peaches hier ist eigentlich der Kandidat, der immer mit unserem Trinkbrunnen, also die beiden haben so einen Trinkbrunnen, der spielt halt immer damit. Ich weiß nicht warum. Eigentlich hassen Katzen ja Wasser, aber er setzt sich einfach in diesen Trinkbrunnen und plätschert darum. Das Coole einfach an Dyson ist, sie bringen halt immer neue Sachen raus, die es halt so auf dem Markt nicht gibt. Das finde ich halt cool. Also ihr kauft ein Produkt und Dyson arbeitet halt immer wieder daran, neue Aufsätze rauszubringen und ja, deshalb, das Prinzip finde ich einfach sehr, sehr cool. Und was Dyson auch noch auf deren Website verspricht, ist, dass die Föhnzeit um einiges reduziert werden soll als bei herkömmlichen Föhns. Da möchte ich jetzt einfach auf diese Punkte mal eingehen. Kommen wir erstmal zu dem ersten Versprechen von Dyson, dass der Föhn die Haare nicht mit extremer Hitze schädigen soll. Und das kann ich jetzt logischerweise nicht irgendwie nachweisen. Ich habe den Föhn ja auch nicht so lange, um das irgendwie feststellen zu können. Ihr habt halt drei Hitzestufen und meistens föhne ich ja dann auch auf der höchsten Hitzestufe. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Föhn auf jeden Fall heiß wird. Also er wird auf jeden Fall heiß genug, um verschiedenes Haarstyling zu machen, sei es jetzt mit der Rundbürste zu föhnen oder einfach die Haare trocken zu föhnen. Als ich auch den Diffuser benutzt habe, habe ich das auch schnell an meiner Kopfhaut gemerkt, dass es relativ schnell heiß wurde. Wenn ich die höchste Temperatur benutze, dann merke ich auf jeden Fall, dass es zum Beispiel
an der Kopfhaut oder manchmal am Ohr schon ein bisschen heiß wird. Aber es ist nicht so, dass ihr das nicht mehr anfassen könnt oder so. Also zum Beispiel bei dem anderen Föhn, den ich habe, den Remington, wenn ich den benutze, kann ich zum Beispiel diese Aufsätze, die dann beim Föhn dran sind, nicht anfassen, weil es einfach unfassbar heiß ist. Und das ist bei dem Dyson Airwrap nicht so. Also ich kann es schon anfassen. Natürlich ist es ein bisschen heiß, wenn ich die ganze Zeit auf der höchsten Temperaturstufe laufen lassen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich verbrennen würde. Also von daher finde ich, hat Dyson einen guten Kompromiss gemacht. Denn der Föhn ist nicht zu kalt. Sonst würde das Haarstyling einfach nicht glatt genug aussehen, es würde nicht wirklich frizz bändigen und der Glanz würde auch nicht da sein. Aber andererseits ist es auch nicht zu heiß, sodass man vielleicht doch auf lange Zeit, wenn man... Peaches! Es ist aber auch nicht zu heiß, dass man vermutlich dann auf längerer Zeit, vor allem wenn man halt oft seine Haare föhnt, dann vielleicht doch etwas seine Haare schont. Generell würde ich aber immer, wenn ihr mit Hitze arbeitet, egal wie hoch sie ist, einen Hitzeschutz empfehlen. Dyson verspricht ja auch, dass die Föhnzeit um einiges verkürzt wird mit dem Supersonic Föhn. Und ja, ich bin ehrlich, ich habe da irgendwie gar keinen Unterschied gemerkt. Ich hätte es mir echt gewünscht, weil wenn man wirklich langes Haar hat, dickes Haar hat und dann vielleicht oft seine Haare föhnt, dann wäre der Föhn vielleicht auch wirklich seine fast 400 Euro wert, weil man einfach sich so ein bisschen Lebenszeit wieder zurückkauft, sage ich mal. Also ihr verbringt einfach weniger Zeit damit, eure Haare zu föhnen. Aber ich persönlich habe damit irgendwie gar keinen Unterschied gemerkt. Für mich ist das genauso schnell wie mit einem anderen Föhn auch. Was mir wirklich sehr gut gefallen hat, ist der Soft Air Aufsatz, weil ich wirklich gemerkt habe, dass er wirklich die Luft so verteilt, dass eure Kopfhaut wirklich sehr, sehr geschont wird. Also da wurde das Versprechen komplett eingehalten. Den Diffuser habe ich auch schon benutzt und ja, ich benutze sonst nie einen Diffuser. Was ich dazu sagen kann, ist, dass die Haare relativ schnell trocken wurden mit dem Diffuser, aber auch nur in den Längen. Also am Kopfansatz hatte ich immer noch das Gefühl, dass sie ja so leicht feucht waren und so richtig lange an die Kopfhaut halten konnte ich es nicht, weil es halt auf der höchsten Stufe schon echt heiß wurde. Also da müsste ich schon eine Temperatur runtergehen und dann weiterführen, aber da hatte ich jetzt auch keine Geduld mehr für. Es war eigentlich okay, also es hat seinen Job getan. Es ist nicht mein Favorite-Aufsatz, weil ich generell keine Diffuser benutze. Welchen Aufsatz ich deutlich, deutlich mehr benutzt habe, ist dieser Aufsatz hier. Ich weiß gar nicht, wie man ihn nennt. Ich glaube, schmaler Föhnaufsatz oder irgendwie sowas. Davon gibt es auch eigentlich zwei Versionen. Es gibt auch noch einen Aufsatz, der eine breitere Öffnung hat. Der war jetzt aber nicht in dem Kit mit drin. Das ist auf jeden Fall der schmale Aufsatz. Und der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also damit kann man sehr, sehr gut seine Haare mit der Rundbürste föhnen oder generell stylen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann kommen wir zu diesem Flyaway-Aufsatz. Und auf den war ich wirklich am meisten gespannt, weil es halt sowas ist, was man noch nie vorher an einem Föhn gesehen hat. Und ich muss sagen, es funktioniert. Also die Babyhaare werden wirklich, es werden halt nicht komplett alle gebändigt, aber das verspricht auch der Dyson gar nicht. Ich glaube, da stand auf der Website irgendwie 65% oder 70% oder irgendwie sowas. Lest euch da bitte gerne nochmal durch. Auf jeden Fall merkt man aber schon einen krassen Unterschied und ich finde, es sieht halt, wenn man halt durch das ganze Haar damit geht, was übrigens super schnell geht, also vielleicht 20 Sekunden, dann habt ihr die ganzen Haare durch, finde ich, gibt es so einen richtig geglätteten Look. Also es sieht halt aus, als hättet ihr nochmal das Haar so richtig geglättet irgendwie. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Locken oder sowas im Haar habt und es dann benutzt, es macht die Locken nicht kaputt. Es macht sie vielleicht so ein bisschen schwächer, aber die Locken bleiben. Es ist halt nur so oberflächlich, sieht es dann halt so komplett glatt aus. Was ich komischerweise auch noch gemerkt habe, und das hat mir leider nicht so gefallen und ja, es ist auch der Grund, warum ich ihn wahrscheinlich dann nicht mehr benutzen würde, ist, und das habe ich auch bei niemandem gehört, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es da jemanden noch gibt, der die gleiche Erfahrung gemacht hat. Wenn ich meine Haare hier vorne damit föhne, dann sehen sie komplett fettig aus.
Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, sie sehen wirklich extrem strähnig aus, extrem fettig, auch wenn ich meine Haare frisch gewaschen habe. Es legt sich zwar mit einer Zeit, also wenn ich die Haare dann so ein bisschen in Ruhe lasse, dann sehen sie nicht mehr so extrem fettig aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich den halt öfters hier vorne benutze, dass meine Haare sauschnell fetten. Keine Ahnung warum, und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Problem hier hinten, also wenn ich das hier hinten mache, eigentlich nicht. Aber hier vorne ist es immer so extrem. Aber ja, wenn das nicht wäre, wäre er wirklich perfekt. Also er funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meinen Haaren. Ich habe eh Haare, die eher schneller fetten. Und ja, vielleicht haben die meisten da eher nicht so das Problem. Und dann, wie gesagt, dieser Kammaufsatz habe ich nicht benutzt. Deshalb kann ich da nichts zu sagen. Aber falls ihr da irgendwie Erfahrungen mit habt, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Dann können die anderen vielleicht auch davon profitieren. Kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Lohnt sich die 390 Euro für diesen Föhn? Ich kann natürlich immer nur aus eigener Erfahrung berichten. Für den anderen mag es das Geld wert sein, für den anderen nicht. Deshalb, wie gesagt, es ist halt meine Erfahrung und ich kann euch auch nur raten, eure eigene Erfahrung zu machen. Testet das Produkt bei einer Freundin aus, wenn sie es hat, oder ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Dyson so eine Probezeit hat, also dass ihr das Gerät benutzen könnt, und wenn ihr nicht zufrieden seid, könnt ihr es zurückschicken. Lest das bitte nochmal auf der Website durch oder kontaktiert da Dyson und fragt dann nochmal nach, weil ich will nicht irgendwie schuld sein, dass ihr da auf 390 Euro hängen bleibt. Aber das war auf jeden Fall bei dem Dyson Airwrap so, als ich ihn gekauft habe. Für mich muss ich leider sagen, lohnen sich die 300 Euro bzw. fast 400 Euro leider nicht. Für mich ist es einfach ein Föhn und er funktioniert super gut und es ist auch ein sehr, sehr guter und qualitativ hochwertiger Föhn. Aber ich finde halt nicht so viele Vorteile, dass ich diese 390 Euro rechtfertigen könnte. Ich habe weder das Gefühl, dass diese Föhnzeit irgendwie verkürzt wird, noch habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich irgendeinen anderen krassen Vorteil habe. Da man fühlt sich halt bougie, wenn man halt dieses Ding in der Hand hat, und es ist wirklich schick und alles, es funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber es ist halt für mich einfach zu teuer. Also wenn es nicht so teuer wäre, hätte ich echt gesagt, das ist der beste Föhn, den ich jemals benutzt habe. Und ich finde auch einfach, dass man da einen ganz normalen anderen Föhn kaufen kann. Also ich meine, Föhn kostet so um die 40, 50. Nehmt auch meinetwegen einen teureren Föhn für 100 oder 150 Euro. Und die werden genauso funktionieren. Vielleicht habt ihr da einfach eine extremere Hitze und vielleicht werden die Haare schneller dadurch kaputt. Aber der gibt euch mal diesen Unterschied von 390 zu 40 Euro. Es ist einfach krass. Und ja, ich hätte mir einfach mehr erwartet. Bin aber auch vielleicht nicht der passende Mensch für sowas. Also es gibt ja wirklich Leute, die nur einen Föhn benutzen, um deren Haare zu stylen. Die vielleicht immer einen Diffuser benutzen. Die vielleicht auch hier auf so einen Kamm Bürste angewiesen sind. Vielleicht sind es dann eher die Personen, die diesen Föhn benutzen sollten. Ich persönlich, wenn ich meine Haare föhne, dann meistens auch mit einer Rundbürste und ja, einem normalen Föhnaufsatz, vielleicht auch mal zum Trockenföhnen. Aber dafür habe ich schon meinen Dyson Airwrap. Weiß ich nicht. Also vielleicht, wenn ich den Dyson Airwrap nicht hätte und dann diesen hier hätte, dann fände ich das vielleicht nochmal besser und wäre vielleicht ein bisschen zufriedener. Da ich mit dem Dyson Airwrap aber so zufrieden bin und damit auch meine Haare normal föhnen kann, mit der Rundbürste föhnen kann, Locken machen kann, auch glatt machen kann, bin ich einfach so zufrieden, dass es einfach für mich ja ein bisschen überflüssig ist, so einen Föhn zu haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich so viele positive Bewertungen gelesen und schon so viele Meinungen gehört, dass sie mit dem Föhn super zufrieden sind und jeder Cent wert war und sie ihn nicht mehr hergeben wollen. Es ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Das war halt jetzt meine Meinung. Ich persönlich kann euch sagen, wenn wir jetzt wieder über Weihnachten reden und ihr vielleicht sowas verschenken wollt oder euch sowas wünschen wollt, wäre meine Empfehlung eher der Dyson Airwrap, weil ihr damit halt viel, viel mehr machen könnt. Ihr könnt die normal föhnen, mit der Rundbürste föhnen, glätten, Locken machen, verschiedene Locken.
Also da finde ich so ein bisschen der Dyson Airwrap ist ein bisschen innovativer und vom Preis her eigentlich auch nicht viel teurer. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie weitergeholfen. Falls ihr dann doch gerade überlegt, soll ich lieber den Dyson Airwrap kaufen oder doch den Supersonic Föhn, guckt euch gerne mal meine Dyson Airwrap Videos an. Ich habe eine Haarplaylist, da sind die auch dabei, oder ich verlinke die euch nochmal unten in der Infobox. Falls ihr den Supersonic Föhn auch zu Hause habt oder getestet habt, dann lasst mich auf jeden Fall gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ich denke, das wird auch den anderen weiterhelfen. Also nur weil ich sage, dass er sich für mich nicht lohnt, heißt es natürlich nicht, dass es sich für die meisten nicht lohnen wird. Wir sehen uns zu einem nächsten Video. Bis dann. Tschüss.